Welche Anweisungen sind uns aus dem Hamstermodell bereits bekannt und können auf genau dieselbe Art und Weise auch in Java benutzt werden? Das ist die Deklarationsanweisung oder Deklaration. Bei dieser Anweisung wird eine Variable eingeführt und mit einem bestimmten Wert initialisiert. Die Zuweisungsanweisung dient dazu, einer Variable einen neuen berechneten Wert zuzuweisen. Eingabeanweisung, dazu habe ich zur Verfügung gestellt die Klasse I.O., mit deren Hilfe es möglich ist, Werte von der Tastatur einzulesen. Hierzu gibt es eine Reihe von Funktionen, die aufgerufen werden können. Ausgabeanweisung. In Java gibt es hierzu die Anweisung. Im Prinzip steckt dahinter aber ein Funktionsaufruf system.out.println und die Klasse IO stellt analoge Anweisungen zur Verfügung. Die Leeranweisung, die nichts tut, einfach das Semikolon. Die Blockanweisung, die es erlaubt, mehrere Anweisungen zu einer Anweisung, zu einer komplexen Anweisung zusammenzufügen. Dann die If-Anweisung als bedingte oder Alternativanweisung mit oder ohne else-Style. Und die While-Anweisung oder While-Schleife, mit deren Hilfe es möglich ist, eine Iterationsanweisung so lange auszuführen, bis eine bestimmte Bedingung nicht mehr erfüllt ist.